Ich bin zwar ziemlich bekloppt, aber ich glaube so bekloppt, dass es alles noch im Rahmen ist. Ich bin jetzt allerdings über ein Spiel gestoßen, das mich jetzt wahrscheinlich eines Besseren belehrt. Das heißt, Within ist von einem Studenten im Studienbereich Art und Design bei der Universität Genf. Und das soll ein ziemliches Mindfuck-Spiel sein. So im Grunde das Inception der Spiele, das so mit den Erwartungen spielt, mit den eigenen Sinnen und einen regelrecht in den Verstand bringen soll. Ich finde es gut, dass ihr jetzt mit dabei seid, weil dann bin ich nicht ganz allein, falls ich tatsächlich den Verstand verlieren sollte. Deswegen legen wir uns einfach mal los. Starten tut das Spiel in diesem kubischen Raum. Grafisch recht zurückgenommen. Und jetzt laufe ich einfach mal los. Kann ja nicht viel schief gehen. Gebaut ist es übrigens in der Unity Engine, einer kostenlos verfügbaren Engine. Wer also selber mal ein bisschen rumprobieren möchte, kann das kostenlos tun. Was ist hier? Nichts. Okay. Momentan sieht es ja noch nicht so aus, als ob ich jetzt hier verrückt werde. Ist ja noch alles recht linear. Mal sehen, was noch passiert. Sackgasse? Also eine Waffe habe ich offenkundig keine. Ich kann zumindest springen. Oh, heranzoomen kann ich auch. Warum auch immer man das tun sollte. Ja, da geht's schon los. Wo geht's weiter? Da! Das war aber vorhin noch nicht da, oder? Oder bin ich hier reingekommen? Hä? Nee, das war ja ein anderer Schatten. Der war auf dem Boden. Okay, gut. Also richtig. Hoffe ich. So ein kleines bisschen was. So eine Mischung aus Portal und dem Film Cube. In weiß. Hoch oder rechts? Sagt's mir. Gehen wir erstmal hoch. Ja, okay, mal sehen. Ja, vorne ist Schluss, vermutlich. Ich hasse es, umsonst in irgendwelche Sackgassen zu laufen. Oh. Ja, und rennen ist auch nicht, ne? Ist ein ganz schön langsamer Mensch hier. Ah! Ist das böse? Uah. Ja, das Ding war böse. Ich musste wieder von vorne anfangen, weil das Spiel dann komplett quasi ausgestiegen ist. Und jetzt bin ich wieder in dem Anfangsraum, wo hier dieser Schatten am Anfang war. Und versuch's jetzt einfach nochmal. Lauf hier hoch und dann ist hier offenkundig alles anders als vorhin. Also dieser schmale, breite Flur gab's ja vorher nicht. Aber hier ist auch Ende. Ja, gut. Das Spiel baut sich wohl bei jedem Start anders auf. Und auch der Weitergang ist jetzt anders angeordnet, als es vorhin der Fall war. Das war schon hier, ja. Nehme ich an. Und es geht komplett anders dieses Mal weiter. Und wir merken uns, umherschwebende schwarze Dinger sind böse. Also aus dem Weg gehen. Ist schon ein bisschen gemein, wie es halt einfach sich die Welt verändert beim Weggucken und wieder hingucken. So, war der Flur vorhin da oder war er nicht da? Spinne ich jetzt? Und jetzt bin ich im Kreis gelaufen. Hä? Nee. Diesmal geht's anders weiter. Geradeaus und runter. Oh. Ja, nach unten ist immer super. Gott sei Dank bleibt's hell, wird's nicht auch noch dunkel. Da ist schon wieder so ein böses Ding. Ah! Oh! Dritter Versuch. So, wie heißt so schön, aller guten Dinge sind drei. Wenn mir jetzt schon wieder so ein blöder fliegender Kristall um die Ecke biegt, dann bin ich frustriert. Aber wieder mal. Der erste große Raum und der sieht wieder komplett aus wie die vorherigen Räume.
Und wieder weiß ich nicht, ob ich hier irgendwas machen muss oder, weil ich komme jetzt auch nicht mehr raus. Jetzt ist plötzlich der Zugang weg. Ja, oh. Hä? Der war aber gerade noch nicht da, oder? Naja, schauen wir mal. Ich bin aber vorhin auch ziemlich Rampen runtergelaufen. Ich hoffe jetzt nicht, dass ich wieder zurück zum Anfang gehe. Backtracking. Eine Seuche der Spiele-Designer. Ich kann es wirklich nicht mit Gewissheit sagen, ob ich hier... Oh, nee. Ach, den Raum kennen wir doch allzu gut. Hier unten ist definitiv... Ich muss jetzt echt immer zweimal hingucken. Definitiv kein Zugang. Hier oben ist wahrscheinlich wieder eine Sackgasse. Und wenn ich jetzt zurückgehe... Oh. Sesam, öffne dich. Hier ist nichts. Ja, wer hätte es gedacht? Gehen wir noch. Witzig wäre ja mal zu schauen, wenn man zurückgeht, was dann passiert. Und witzig wäre auch zu wissen, wie man diesen blöden Bobbles aus dem Weg geht, dass die eigentlich kaputt machen. Sagt einem das Spiel ja nicht. Besonders gemein ist es dieser unheilvolle Hintergrund, der da so rum... Nein, nicht schon wieder! Nein! Geh weg! Zwei Zugänge, wo ist er hin? Hoch! Ah! Hau ab! Nein, 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 nein! Du hast mich nicht gesehen, du hast mich nicht... Ja, du hast mich gesehen! Ah! Verdammt! Tja, spektakulär gescheitert, aber so ist es halt bei Let's Experience. Ich weiß nicht, was mich erwartet, aber vielleicht ist das auch gerade der Knackpunkt bei diesem Spiel, dass ich euch unfreiwilligerweise nicht allzu viel von dem Spiel zeigen kann, denn man sollte es tatsächlich selber erleben. Within ist ein super Beispiel dafür, dass man mit geringsten Mitteln ein Höchstmaß an Unterhaltung und Spannung aufbauen kann. Also ihr solltet es echt mal ausprobieren. Within, kostenlos, 75 MB groß, eine ganz, ganz tolle Abschlussarbeit eines Art- und Design-Studenten. Unbedingt ausprobieren.